Sicherheit auf Tatooine in Sicherheit bringt. Die Pläne, die sie bei sich hat, sind die Chance für die Rebellion, das Imperium zu besiegen. Ihr meint, Prinzessin, auf geht's! Eine Rettungskapsel. Bist du sicher, dass sie sicher ist, Arthur? Luke, du bist dran. Diplomatischer Mission nach Alderaan. Wir haben ihre Welt geschnappt. Mit Freude werde ich beobachten, wie ihr euch die Wahrheit drückt. Mit der Schusshahn! Die Belohnung muss warten. Wir müssen die Droiden finden. Schick einen Suchtrupp nach unten, um sie zu holen. Wir brauchen unbedingt diese Pläne. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Disney Infinity Freunde, zu Rise Against the Empire. Dieses Playset stellt mir mein Cousin Jan zur Verfügung. Der sitzt auch neben mir. Der wird auch jetzt gleich mitspielen. Es ist die erste Aufnahme mit meinem Headset. Das heißt, ich kann eigentlich kaum was mitbekommen, was außen abgeht. Außer, dass ich jetzt gerade merke, dass mein Bruder wieder da ist. Während meiner, Aufnahme. Hallo, spreche in das Mikrofon rein. Hallo. Gut das gemacht. So, und ich merke jetzt gerade, müssen wir LS bewegen, um zu lenken. Ich habe dieses Playset noch nie gespielt. Ich habe nur einen einzigen Part von Whitey gesehen, von Infinity Whitey noch damals. Ja, alles klar. Wie er damals Luke gegen Darth Vader gemacht hat. Bei mir wird es allerdings so sein, ich werde Darth Vader gegen Darth Vader spielen lassen. Also, das wird cool. Ich bin doch Call. Ich bin da. Wow! Ja, Fliegen ist sowieso so mein Ding hier. Das wisst ihr ja alle. Ist das hell! Ein bisschen unlogisch ist, dass Han und Chewie und Luke auf der Tente vor dabei waren. Ja, was? Sehr unlogisch irgendwie. So. Freunde, ich benutze meinen Han Solo. Ha. Hab ich gesehen. Du siehst einiges nicht, mein Freund. So, das schneide ich ganz kurz raus. So, er ist mit dabei. Chewbacca ist jetzt auch da. Hi. Was geht ab? Was geht ab? Chewbacca! Hi! Was geht? Freundtanz! Freundtanz! Ja, wir sind Freunde für immer und ewig. Okay. Da rennt der Bär weg. Ist so schwer. Da. Siehst du? Ich gut. Entschuldigung. Ja, okay. Ihr kommt doch. Vielleicht schon gesehen, dass wir ein bisschen Münzen sammeln. Ja. Entschuldigung. Geh weg. Wo ist der? Doch jeder, dass man sich nicht wegbewegen soll. Mein Controller scheint gleich leer zu sein. Allerdings, ich habe vorgesorgt. Ich habe schon Batterien da. Der R2-Scanner hat etwas registriert. Und es kommt auf dich zu. Sei vorsichtig. Ich bin ja vorsichtig. Du kannst Feinde in der Luft verwirbeln, indem du sie abschießt und wiederholt feuerst. Dadurch werden sie angreifbar und du kannst mehr Schaden kriegen. Ja, ungefähr so. Freunde, es ist die erste Aufnahme mit meinem neuen Headset, also nicht so kritisch sein, falls das jetzt nicht gut rüberkommt. Ich bin noch am Einstellen und so. Ah, mit Rücklassen, hier hochzukommen. Hui! Das geht jetzt doch ganz schön nah wieder an 1.0 ran, muss ich sagen. Oder an 2.0 auch irgendwie. Hey, hi, was geht ab? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hatte jetzt genug. Rede, du Alter! Aua! Aua! Hahaha!
So, Mission erfüllt. Erstmal die komische Sequenz. Bitte, Leia, ihr seid in Sicherheit. Ich danke dem Schöpfer. General Kenobi. General? Ihr seid Obi-Wan Kenobi? Warum seid ihr von weit her angereist, um einen alten Mann zu finden? Im Speicher dieser R2-Einheit befinden sich Informationen, die für das Überleben der Rebellion wesentlich sind. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Bringt den Droiden nach Alderaan. Wir brauchen ein Schiff. Schnell genug, um imperiale Verwicklungen zu umschiffen. Dann habt ihr Glück, alter Mann. Ich bin ganz zufällig der Captain des Millennium Falcon. Das schnellste Schiff in der Galaxis. Darf ich Sie erinnern, Captain Solo, dass Jabba der Hutte euer Schiff auf Mos Eisley weggesperrt hat, weil ihr eure Credits bei ihm nicht abbezahlt habt? Das hatte ich komplett vergessen. Vielen Dank, Drapio. Sicher, in Mos Eisley wird sich eine Lösung finden lassen. Look, warte kurz. Das ist die Waffe eines Jedi-Ritters. Es hat deinem Vater gehört. Mein Vater war Navigator auf einem Raumfrachter. Dein Vater war der beste Sternenpilot der Galaxis. Und ein guter Freund. Wie ist mein Vater gestorben? Er wurde von einem Jedi getötet, der von der dunklen Seite der Macht verführt wurde. Dieser Schüler war Darth Vader. Vader? Hat mein Vater getötet? Ein Jedi? Kannst doch du mit dem entsprechenden Training werden. Komm, wir dürfen deine Freunde nicht warten lassen. Vader. Oh. Solo. Maximilian. Klappe. Ich und Jan reden, nicht du. Es interessiert keinen, was du für Probleme hast. Ja, Freunde, war doch mal ein guter Einstieg, oder? Hat gleich alles gut erklärt. Die Betonung war ein bisschen doof. Darf weder. 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 Oh ja, weder. Ich muss immer auf die Zeit gucken. Ich denke mal, nach der nächsten Sequenz machen wir den ersten Part hier mal dichter. Und dann geht's weiter mit Part 2. Ja, würde ich sagen. Lade etwas schneller. Okay, wir trinken nicht das Wasser. Achso, ich glaube, ich weiß warum. So. Ja. Ab sofort in Turbox verfügbar. Ein Banta-Tier. Ich glaube, das holen wir uns noch, oder? Ja, die holen wir uns noch. Du hast eine Champion-Münze entdeckt. Sammle jede einzelne, um den aktuellen. Ja, Obi-Wan fehlt uns noch. Ich habe die da, ich habe die da, ich habe die da, ich habe die da. Ich mach Chat-Tanz. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war Part Nummer 1. Aua! Ich würde sagen, das war Part 1. Part 2 kommt gleich. Und ja, dann sehen wir zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.